Deutsch lernen kostenlos für Anfänger. Meine 5 ultimative Tipps, wie du Deutsch lernen anfangen kannst. Kostenlos, sofort, jetzt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Tipp Nummer 1 ist super einfach, aber bringt extrem viel. Mach es sofort. Nimm dein Handy in die Hand und stell es in den Einstellungen auf Deutschsprache um. Dann hast du alle Infos auf dem Handy und lernst automatisch so viele Wörter unbewusst, dadurch, dass du Handy jeden Tag extrem viele Stunden nutzt. Mach es jetzt, stell dein Handy auf deutsche Sprache um. Tipp Nummer 2, das ist auch super einfach. Wir nutzen extrem viele soziale Medien pro Tag. Facebook, Instagram, Twitter etc. Je nachdem, was du magst und was du nutzt, stell dein Social Media Account auf Deutsch um. Und dann siehst du, dass Anzeige auf Deutsch Anzeige heißt und so weiter und so fort. Sowie abonniere ein paar Leute, die auf Deutsch schreiben, zu dem Thema, das dir Spaß macht. Zum Beispiel, ich schreibe auf meinem Instagram-Kanal auf Deutsch und auf Englisch und dann kannst du gleich auch beides lesen und dann sozusagen für dich auch selber übersetzen. Mach es sofort, stelle dein Instagram-Account oder Facebook-Account um, sowie folge ein paar Blogger, die auf Deutsch schreiben. Mein Tipp Nummer 3 ist auch extrem einfach, ist die Musik. Höre Musik auf Deutsch nach der Musikrichtung, das du machst. Zum Beispiel, ich denke auch immer dran, wie ich damals Deutsch gelernt habe, habe ich Tokyo Hotel gehört und so weiter und so fort. Jetzt würde ich das nicht mehr machen, aber damals hat mir geholfen, Deutsch zu lernen. Tipp Nummer 4, extrem einfach, aber mach es. Schau die Filme auf Deutsch. Aber hier Achtung, die Filme, die du bereits gesehen hast. So konzentrierst du dich auf Wortschatz und eigentlich weißt, worum es um den Film geht. Und dann kannst du besser raten, was dieses Wort bedeutet. Wenn du Deutsch nicht so gut kannst und Filme zu kompliziert für dich sind, dann schau Trickfilme auf Deutsch. Die sind noch einfacher. Der Sauerbraten schmeckt köstlich. Mein ultimativer Tipp Nummer 5, mach dir Ziel und Deadline. Du musst jetzt Deutsch nicht lernen, einfach das ist ja mal schön, eine Sprache zu können, sondern du musst ein bestimmtes Ziel haben, das du in einem bestimmten Zeitraum erreichen möchtest. Das ist extrem wichtig und motiviert dich selber. Zum Beispiel, ich möchte im nächsten Jahr im deutschen Studium anfangen, deswegen in 2 Monaten muss ich B1 erreichen, in den nächsten 3 Monaten danach muss ich B2 erreichen und zum Ende des Jahres oder zum Ende vom Sommer muss ich die Prüfung bestehen. Und so weißt du, was ist dein Ziel und motivierst dich bis zu dem Endziel. Also, leg los mit den 5 Tipps, die ich dir gegeben habe und viel Spaß damit. Abonniere meinen Kanal für weitere Tipps und Tricks.